gerade. Da. Eine brauche ich. Dann muss ich hier so ein. So eine Wench nehmen. So eine Certus-Wench, die ein bisschen. Die das aushält. Jetzt trennen wir mal kurz die Kabel an der Stelle. Pappen das Cover davor. Und machen das wieder ordentlich. Soll ja schon ein bisschen noch was aussehen. Genau, hier ist noch das Kabel. Ich weiß nicht, ob ich wie ich das abcovern soll. Ich glaube, ich muss es offen lassen. Sieht ein bisschen blöd aus, aber naja. Das ist ja das Bus-System, was ja noch nach vorne soll. Und von da aus auch gesteuert werden könnte. Aber da muss ich noch was programmieren. Die weiß ich gar nicht, ob ich die abcovern kann. Ich glaube nicht. So, dann haben wir den Raum. Der führt da hinten durch. Hier ist natürlich eine scheiß Enge passiert. Aber hier ist es. Genau, hier ist es auch gecovert. Da geht es ja. Hey, irgendwo ist da ein Villager hier, ne? Komisch. Genau das. Ach, hier komm, ich kann doch hier mein Ding nehmen. Zack. Hab ich hier unten noch drunter Platz? Ne, habe ich nicht. Aber dann haben wir diese Ecke auch fast fertig. Zu sehen, ein bisschen was machen. Aber das ist nicht zu wild. Schon mal das abgecovert. Warum hatte ich das Ding damals gebaut? Ich brauchte doch die roten Dinger. Genau, der Tesseract. An was wollte ich mich craften? War das... Nee, was war das denn? Boah, da müsst ihr jetzt in die letzten Folgen reingucken. Ich habe das Ding doch für was extra gebaut. Das ist ein bisschen laut, ne? Deswegen habe ich die roten Dinger gebaut. Chips. Whetstone. Das sind die Combat Chips. Aber die hatte ich für irgendwas gebraucht. Genau, die zweite Stufe davon. Da war irgendwas mit. Ahnung. Was wollte ich damit bauen? Hier. Pulse Gate. Das ist Basic. Okay, shit, Dings. Aus welcher Mod war das, wo ich das. War das. Ah, ich weiß es wieder. Und zwar war das DNA. Immer noch zu Hause, ne? So. Genau, DNA-Gerät. Da brauche ich nämlich die Dinger hier. Und da ich mich ja sowieso damit befassen muss. Brauche ich Pulsewit Gate, kann es aber auch selber craften über die Dinger. Brauche aber auch nur Pulsewit Gate. Das heißt, wir machen jetzt mal einen Stack Whetstone und einen Stack Ender Perlen bzw. Whetstone. 1, 2, 3, 4. Ender. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe gar kein Kabel, das es rausführt, ne? Bin jetzt so gespannt, wie schnell der ist. Macht er volle Power? Storage schaltet er auf jeden Fall ein. 800er. 840, okay. Sollte erstmal rein. Ich kann noch zur Not welche hier noch zusätzlich hinbauen. Aber ich finde, glaube ich, so ein kleiner Raum für zwischendurch reicht es, aber es pumpt nicht raus. So, ich habe gar nicht daran gedacht, dass sie das noch machen wollte. Okay, die lässt er fallen. Genau, da bräuchte ich eine Kiste. Plupp. Macht das dann da rein? Nächsten hat er gleich fertig. Jetzt kommen erstmal wieder Pulsierung Chipset. Pulsetting Chipset. Ja, okay, er tut es neben die Kiste rein. Darunter führt auch ein Gabel, ne? Aber der geht nur da rein. Das heißt, wir könnten es rüberführen und abcovern. Habe ich denn eine Kiste, die das bewirkt, dass das ins System geht? Hier nicht. Hier hätte ich eine Kiste, ne? Wo habe ich die denn? Ah, nee, die gehen auch über das Level. Gut, wir könnten.
geht das denn rein? Und warum bist du wieder da drauf? Na egal, das macht ja nichts. Ach, die holt der. Und ne, warte, holt er die von unten? Geht da alles rein? Da geht alles rein. Das heißt, wir könnten ein Kabel hier rüberziehen. Jetzt machen wir mal Item Ducts habe ich noch. Wir könnten uns hier drüber einschleusen. In das Ding. Gehen hier durch. Da. Das wäre die Linie. Jetzt komme ich nicht weg. Welche ist es da von der? Hoffentlich treffe ich jetzt. Genau. Einfach im Boden hier reinlegen. So. Haben ja die. Hab ich Magnet dran? Hab Magnet dran, sauber. Dann würde ich jetzt einfach die Items hier ins System holen. Hey, Waschenkammer, nice. Okay. Jetzt muss ich nur noch einen nach unten kommen. Dafür haben wir die hier. Das sind Energy Pipes. Ich muss hier hin. Das wäre in dem Fall. Extract. Weg damit Ingo, nervt den Villager. Wo der aber nervt, das kann ich nicht erahnen. Wo ich denn jetzt den Block. Oh, falscher Weg. Ach, der kommt ja von hinten, stimmt. Was fehlt uns? Brauchen wir Enkers? Ne, wir bräuchten. Davon war das. Heißt, ich müsste mal ein paar Conduits machen. Oh, es deckt gerade Conduit. 30 Stück. Reichen die vielleicht? Ich hoffe es mal. Muss ich aber wieder nach hinten flitzen. Das heißt, ich lege die gleich schon fertig. Dann holt er den System und ich muss da gucken, was die Festplatten sagen. Ich glaube, die sind. Boah, die werden immer voller. Ich muss neue Festplatten hier hinholen. Auch neue Festplatten. Darum könnte ich mich kümmern, dass wir das automatisieren. In der Folge noch. Nee, den Block brauche ich nicht. Vielleicht müssen wir noch ein, zwei Stationen bauen. Sprich Holz, die Blöcke, die Marble-Blöcke, die oberen, diese Schachblöcke und die grauen Condit-Blöcke, die unteren, ja. Diese Betonart, die aussehen. Okay, das, da muss ich mich aber. Boah, wie soll das denn automatisiert werden? Mein Kopf juckt. Brauche ich Inscriber Interfaces und einen neuen ME-Portstrang. Und ich weiß auch schon, wo ich es hinsetzen werde. Da in den Raum rein. Da kommt es rein. Klingt jetzt blöd. Aber ich muss da mal reingucken, mal eben nochmal. War da jetzt dunkel drin oder nicht? Da ist nichts mehr drin, ne? Das heißt, hier wäre alles komplett offen. Wie sieht denn die Decke aus? Ah, die könnte ich eigentlich öffnen. Muss ich gucken, dass ich hier die Ecken. Erstmal fange ich mit den Ecken an, damit ich die wegbekomme. Und dann muss ich die Wände noch austauschen. Tonnerblöcke. Okay, dann kommst du erst hier weg. Den hatten wir ja damals für den Blood Magic Raum gemacht. Das bräuchte dann auch nicht mehr. Das heißt, hier der Raum kommt komplett weg. Genau, der hatte keine Wandanschluss. Das heißt, ich spare mir gerade Arbeit. Hatte ich hierzu gecovert? Nein, hatte ich auch nicht. Was war ich jetzt? War hier zwischen der Gang eigentlich? Hier zwischen ist der Gang.
Super, das heißt, der kann auch weg. Das ist natürlich ganz gut. Das trifft sich. Das heißt, ich kann den zumachen. Jetzt kommt erstmal der Raum hier weg. Ich glaube, der hatte auch noch einen Keller, ne? Ja, der hatte einen Keller. Ich frage. Okay. Einen Moment.